Moin. So, ich habe wieder fleißig gemalt. Ich glaube, ich habe ein neues Tattoo-Motiv gefunden. Ja. Schauen wir mal, ob ich mir das heute Abend noch auf den Fußballer. Fuß? Schwer, der Sommer fehlt, das Badehosen-Outfit wäre besser für die Tattoo-Suche, aber. Ich überlege mir das noch. Wo wird es hinkommen? Vielleicht nicht heute, aber es wird. Ob der reicht? Okay, lange genug das Feuer beobachtet, gell? Ich glaube, der brennt. Schade, ich hätte mal draufhalten können. Oder draufhalten sollen, hätte man sehen können, wie schön sich das entwickelt. Verdammt. Naja. Lufteinstellung. Lass ihn erstmal noch atmen. So, ich werde mir jetzt hier ein neues Tattoo stechen. Guck mal hier, Linobox Skyline. Schauen wir mal, Gesellschaft habe ich auch. Ja, ich werde mir das jetzt stenzeln. Und schauen wir mal, ich mache auf Zeitraffer. Okay. Wer mir hier beim Tattoo Gesellschaft leistet, das ist die Julia Miller, ja? Hier, von TikTok. Ihrer Schwester. Kann ich nicht lesen. 26, die Gute.
Fertig. An Lüneburg City Skyline Tattoo. Erkennt man's? Ey. Es wird noch ausgemalt, aber später. Nicht jetzt, die Tage. Kennt man hier was? So, neue Tattoo-Stenzel. Den habe ich mir jetzt aufgemacht, das Feuer. Wollte ich jetzt tätowieren, der Akku reicht nicht. Deswegen filme ich gleich, wenn ich fertig bin. Und das ist von gestern. Komplett dann heute an. Naja, das muss noch ausgemalt werden und so. So, hier ist mein Update. Mein Tattoo der Lüneburg Skyline. Also eben habe ich mir die Nummer 25 gemacht, das Feuer. Ich mache jetzt die Skyline noch aus hier. Bin schon ganz schön lange dabei, aber weiter geht's. Yeah. Cool, oder? So, jetzt 6 Uhr morgens und ich bin fertig mit meiner Lüneburg Skyline. Yay. Hier ist jetzt schlechtes Licht, ich filme das nochmal in der Sonne die Tage. Das Feuer, Tattoo Nummer 25. Oder das, das ist später fertig. Okay. So Leute, das Wetter ist scheiße. Ich sitze hier in der Gartenhütte. Okay. Hier ist nochmal das Endergebnis von meinem Lüneburg Skyline Tattoo. Ganz cool, oder? Salzau, Wegweiser, ich glaube die Johanneskirche, der Wasserturm, die Salzau, und der alte Kran, dieses komische Boot da am Hafen, naja. Und das Feuer, das ist auch neu. Und wie man sieht, habe ich hier schon die nächste Stelle vorbereitet. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal.